Katze draußen, absolut, die Sonne scheint, es wird Abend und dann kommt dieser Moment, wo auf einmal die Mücken kommen. Man muss ja wirklich sagen, es kann einem jeden Urlaub oder Besuch im Biergarten so verleiden. Ja. Und 2023 soll ein extremes Mückenjahr werden. Ja. Der ein oder andere hier im Studio, Daniel Boschmann, hat schon ganz schlimme Erfahrungen gesammelt. Ich glaube, der will nur noch drinnen sein, weil es tatsächlich ein extremer, aggressiver Mückenschwarm ist oder Mückengeneration ist. Die Brandenburger Mücke ist besonders schlimm, sagt er. Ja, ja, so ist es. So. Jetzt kann man natürlich auf normale Mückensprays aus der Apotheke zurückgreifen oder in der Drogerie. Man kann sie aber auch selber machen. Aber funktionieren die wirklich? Ja, die funktionieren tatsächlich gut. Und das ist ja mittlerweile auch bekannt, dass zum Beispiel Teebaumöl, Schwarzkümmel, Zitronella, Eukalyptus, das sind alles Stoffe, die ätherischen Öle, die sehr gut wirken, die hassen die Mücken nämlich. Und wenn wir, und jetzt kommen wir zum Rezept, ich habe hier schon mal eins angemixt, du kannst es dir mal ansprühen. Das ist jetzt mit Flavor Teebaumöl. Ja. Wir nehmen 4 Esslöffel reinen Alkohol. Wir stellen das natürlich auch noch mal bei Instagram rein, das brauchen Sie nicht mitschreiben. Denn stressen einen die Mücken sowieso schon nicht mehr. Genau. Und dann nehmen wir 7 bis 10 Tropfen des ätherischen Öls, was man eben gerne mag. Und dann noch ein bisschen abgekochtes Wasser dazu und dann haben wir das ultimative Mückenspray. Es ist eben keine Chemie drin, keine Zusatzstoffe. Es ist günstiger natürlich auch, denn diese Sprays, man braucht ja viel jeden Abend, dann geht das ganz schön ins Geld. Und man kann noch einen Eiswürfel reintun und dann hat man auch gleich noch eine richtig schöne Erfrischung. Ich liebe Teebaumöl. So, nun gibt es natürlich manche, die sagen, okay, selbst die Hammer-Chemiekeulen, die helfen schon nicht, wenn die Mücken wirklich kommen. Man muss es wahrscheinlich einfach ausprobieren, welches ätherische Öl am besten funktioniert für die Region. Ja, oder? Für die Region und auch für den Hauttyp. Weil es ist ja wirklich erstaunlich, dass manche sehr viel gestochen werden, manche gar nicht. Und dementsprechend ist das auch ein bisschen variabel quasi, worauf die Mückensorte nun besonders reagiert. Es gibt ja mittlerweile auch die Tigermücke in Deutschland. Und da gibt es jetzt auch schon so tropische Mückensprays dagegen. Also das sind schon so, die kann man natürlich auch nehmen. Und dann gibt es sicherlich auch den einen oder anderen, da hilft das nicht. Aber man kann doch damit erstmals versuchen. Weil natürlich in diesen normalen, klassischen Mückensprays auch sehr viele Chemikalien drin sind. Welche sind gerade Kinder. Welche sind besonders gesundheitsschädlich, was da drin ist? Naja, im Grunde geht es ja bei den ganzen, sind ja ähnliche Dinge drin, ne, in denen, da kann man jetzt nicht sagen, der und der Stoff ist irgendwie besonders schädlich, aber es sind eben die Zusatzstoffe generell, die das Ganze schädlich machen und das hat man hier eben nicht drin. Deswegen finde ich, je mehr Natur man machen kann, desto besser, ne? Chemie in Maßen kann man schon, aber dadurch, dass man es jeden Abend aufträgt in der Regel, finde ich, ich hatte bei meinen Kindern immer das Problem, dass ich dachte, oh Gott, jetzt muss ich die da jeden Abend mit diesem, das riecht ja schon so intensiv. Also eigentlich möchte man das. Man nicht, hat ne? das Gefühl auf jeden Fall, dass man sich nicht gerade gesund auf die Haut sprüht und Nein. dann probieren wir das lieber selber aus. Carotinoide. Ja, sehr gut. Ach, ich hab's. Kennst du das, dass man manche Worte einfach nicht aussprechen kann? Geht mir auch so, glauben wir. Danke, Charlotte. Carotinoide.